Ja, also ich danke für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Ich werde also sprechen über das Thema Systematic Reviews in der mediendidaktischen Forschung und möchte vorab schicken, dass ich also auch, also ich habe eine Professur für Lernen mit neuen Technologien und nicht für Forschungsmethoden. Also ich beschäftige mich auch erst seit so 3 Jahren mit dem Thema und würde mich sozusagen als ambitionierten Hobbyanwender der Methode bezeichnen. Das will ich nur vorab schicken hier, um ein kleines Erwartungsmanagement einzuführen. Gut, ich war ein bisschen irritiert, EdTech Research Forum auf Englisch und dann ist aber alles auf Deutsch. Also Sie bekommen jetzt von mir einen deutschen Vortrag, aber mit englischen Folien. Und ich habe den Vortrag so aufgebaut, dass ich einmal überhaupt etwas zur Relevanz von Forschung, mediendidaktischer Forschung sagen möchte und evidenzbasierter Praxis, da kommt nämlich dieser Ansatz des Systematic Reviews her und werde dann einen Überblick geben über den Prozess eines Systematic Reviews, in welchen Schritten sozusagen die Methode abläuft, aber dann auch das anhand von Beispielen illustrieren. Wir haben gemeinsam ein Projekt gemacht, wo wir ein erstes Systematic Review durchgeführt haben. Davon werde ich berichten und auch gerade noch ein neues Systematic Review zu AI-Applikationen in der Hochschulbildung durchgeführt. Und dann zum Schluss natürlich auch einige Lessons learned auf dem dornigen Weg des Systematic Review. Also wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Warum haben wir uns überhaupt zum ersten Mal damit beschäftigt? Es gibt ja in der ersten Förderlinie zur Forschung zur digitalen Hochschulbildung gab es diese Ausschreibung, wo explizit in der Ausschreibung stand, dass eben auch solche Forschungssynthesen und systematische Übersichtsarbeiten explizit gefördert werden, mit dem Ziel eben auch, also Synthesen zu erstellen, um auch Praxis zu informieren, ne, für evidenzbasierte Entscheidungen. Und das war das sogenannte Active Learn-Projekt, wo wir ein Systematic Review über die Rolle von Educational Technology zur Unterstützung von Student Engagement in der Hochschulbildung durchgeführt haben. Das war eben also ein Verbundprojekt zwischen Duisburg-Essen und der Uni Oldenburg. Ja, ich sagte schon, die Frage ist sozusagen, wie können wir sozusagen Evidenz synthetisieren für Argumente, für praktische Entscheidungen in unserer Bildungspraxis. Das ist eigentlich sozusagen der Hintergrund von solchen Systematic Reviews oder wie Nordenbo das gesagt hat, sozusagen anstatt sozusagen einzelne Studien sozusagen in Isolation zu betrachten, will man über ein Systematic Review sozusagen ein Gesamtbild dieser Studien zeichnen. Es gibt so ein Standardwerk von Guth, Oliver und Thomas, die sagen also, was ist ein Systematic Review? A review of research literature using systematic and explicit accountable methods. Es geht also darum, also nicht, wie man vielleicht sonst ein Literaturreview mal eben für einen Aufsatz schreibt, dass man ein bisschen recherchiert und dann vor sich von Literaturliste zu Literaturliste so ein bisschen hangelt und dann was zusammenschreibt, sondern sozusagen in transparenter Weise und vor allen Dingen ja, dokumentierter Weise so ein Review durchführt und der dadurch dann auch reproduzierbar wird und wiederholbar wird unter standardisierten Bedingungen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Das Ganze hat sich eigentlich entwickelt so aus der medizinischen Forschung. Systematic Reviews und Meta-Analysen, das ist so der Goldstandard dort in der medizinischen Forschung mit also randomisierten Controlled Studies, die dann, wo sozusagen Effekte zusammengefasst werden in Meta-Analysen. Also Meta-Analysen können Teil eines Systematic Reviews sein, müssen es aber nicht sein. Nun ist es natürlich so, in der Medizin ist das so schön, nicht? Es gibt diese großen Studien, es gibt ein ganz klares Treatment und es gibt auch ein Outcome. Ne? Der Patient ist gesund oder tot, aber in Bildungsprozessen ist es leider etwas komplizierter. Nicht? Also wenn wir Bildungsangebote konzipieren und Studierende lernen, dann hängt das von so vielen Faktoren. Und was ist der Outcome? Das ist alles nicht so ganz klar. Es geht also vielmehr darum, sozusagen eher
so eine Art qualitative Synthese in einem solchen Systematic Review dann zu erstellen. Da wir auch festgestellt haben, dass es sozusagen Lehrbücher oder zu Systematic Reviews in der Bildungsforschung eigentlich nicht gibt, haben wir uns gedacht, geben wir selber ein Buch heraus. Und das ist mein Gastgeschenk für Michael Kerris. So sieht also, habe ich letzte Woche bekommen, das Titelbild unseres Buches aus. Wir haben ein Buch raus, Systematic Reviews in Educational Research, Methodology, Perspectives and Application. Das ist also aus diesem Projekt heraus entstanden. Natürlich als Open Access kann man sich das hoffentlich dann in 2 Monaten dann kostenlos herunterladen. Und hier war die Idee, dass wir sozusagen im ersten Teil des Buches wirkliche Experten zur Methodik eingeladen haben, die über die Methodik geschrieben haben. Und im zweiten Teil des Buches haben wir Kolleginnen und Kollegen aus den Erziehungswissenschaften eingeladen, die Systematic Reviews durchgeführt haben und die sozusagen über den Prozess eines Systematic Reviews reflektiert haben, sodass wir anhand dieser Beispiele über Systematic Reviews lernen können. Und das ist auch jetzt die Idee für meinen Vortrag, weil ich dann eben aus diesen Beispielen dann hier auch berichten werde. Die Abbildung ist leider so ein bisschen nicht so schön formatiert, aber war noch aus dem Manuskript des Buches. Eine Autorin ist Alicia Dowd. Alicia Dowd ist Mitherausgeberin des Review of Educational Research. Ich weiß nicht, ob Sie die Zeitschrift kennen. Das ist also in der Kategorie Educational Research die Zeitschrift mit dem höchsten Impact-Faktor überhaupt. Also ich glaube, das hat über 8 oder so. Ist ja klar, weil solche Reviews natürlich auch immer viel zitiert werden. Und also sie ist Herausgeberin und hat hier einen Aufsatz aus Sicht einer Herausgeberin geschrieben, Why Publish a Systematic Review, an Editor's Perspective. Und sie hat hier mal aufgelistet, sozusagen über die letzten 10 Jahre, wie der Anteil der Systematic Reviews in RER zugenommen hat. Und sie unterscheidet hier, wie Sie das auch sehen, sozusagen einmal so reine Systematic Reviews mit einer Meta-Analyse oder auch Meta-Analysen ohne Systematic Review, Comprehensive, das sind dann groß angelegte Literaturreviews, die aber nicht systematisch sind nach der Definition. Und Sie sehen schon, dass hier gerade so in den letzten Jahren hier die Anteile auf 40% angestiegen sind, wo in RER Systematic Reviews publiziert wurden. Also eine gute Idee, um mal in so eine Zeitschrift hineinzukommen. Gut, dann gucken wir uns mal an, was meint eigentlich, oder wer hat hier denn schon mal ein Systematic Review selber durchgeführt? Dann macht es Sinn nochmal, wenn das niemand ist, oder plant das, aber auf jeden Fall diesen Prozess hier nochmal vorzustellen. Also es geht natürlich immer los mit einer Forschungsfrage, mit einer Review-Frage in diesem Fall und einem theoretischen Framework, das man dabei im Kopf hat. Dann entwickelt man eine Suchstrategie. Dazu gehört dann überhaupt einmal die Konzepte in der Review-Frage zu operationalisieren mit Suchbegriffen und daraus dann sozusagen diesen Search-String, den man dann bekommt, abzuleiten und den man dann in verschiedenen Datenbanken für die Suche verwendet. Und dann gibt es ganz klar definierte Einschluss- und Ausschlusskriterien, nach denen man dann diese ganzen Treffer screent. Und dann filtert man also sozusagen die ganzen Treffer. Und dann im Hinblick werden diese ganzen Studien, bestockt man sich die Volltexte und dann werden diese ganzen Studien im Hinblick auf die Review-Frage kodiert und dann natürlich auch synthetisiert. Wie bei jeder Forschungsfrage ist klar, muss diese sehr klar und eindeutig definiert sein, genauso auch bei jeder Review-Frage. Und hilfreich dabei ist das sogenannte PICO-Framework. Das steht für Population, Intervention, Comparator und Outcomes. Und die Review-Frage sollte also zu all diesen Bereichen etwas aussagen. Also was ist eigentlich die Population? Sind das Studierende an einer Hochschule, sind das Schülerinnen oder Schüler? Intervention könnte bei uns sein, ein bestimmtes Medium, das eingesetzt wird im Vergleich zum normalen Klassenunterricht. Comparator, das war der Vergleich, also wäre zum Beispiel ein Vergleich zu einer Klasse, die diese Technologie nicht nutzt. Und Outcome könnte
was weiß ich, die lernen besser, schneller, größer, weiter, sind motivierter oder was auch immer, irgendeine Outcome-Variable. Bei uns war das Student Engagement. Nehmen wir mal nochmal eine Beispielfrage. Hier zum Beispiel, what is the scope of the studies that have been published on flipped classrooms in medical education? What is the research quality of the studies examined? And what are the effects of the flipped classroom as reported by controlled studies? Das ist aus einer, habe ich die Quelle vergessen hinzuschreiben, aus einer Originalstudie. Da kann man, also wenn wir hier nochmal das PICO-Framework anlegen, ja, die Population ist hier klar, Medical Education Students in Higher Education. Es geht um Flipped Learning. Aber dann der Comparator ist hier schon in der Forschungsfrage nicht so klar. Mit was wird das eigentlich in Beziehung gesetzt? Und auch hier wird nur gesagt, die Effects, what are the effects, aber was für Effekte sind eigentlich gemeint? Ne? Also hier müsste eigentlich die Forschungsfrage noch weiter geschärft werden. Sie sehen aber, dieses PICO-Framework, das kommt ganz aus dieser Tradition, sozusagen, es gibt so ein Treatment und ein Outcome, das ist so recht klar, nicht? Also wie wir das so aus den alten Meta-Analysen kennen, zum Einfluss von Medien auf den Lernerfolg, nicht? Also immer, es gibt so ein Sample, ein Treatment und ein Effekt und dann kann man das alles wunderbar in einer Meta-Analyse verrechnen. Aber ich sagte schon, so einfach geht das nicht. Wenn wir uns zum Beispiel unsere Forschungsfrage oder unsere Review-Frage anschauen, die war nämlich, under which conditions does educational technology support student engagement in higher education? Wir waren also eher so an den Bedingungen interessiert, unter denen Bildungstechnologien Student Engagement fördern kann. Und Sie sehen da auch schon das Problem, da sind natürlich riesige Konzepte in dieser Frage. Educational Technology, Student Engagement. Das sind also Student Engagement, wenn Sie da anfangen, mal in der Theorie zu schauen und den Modellen, das ist ein multidimensionales Konzept. Wie fassen Sie das? Das ist ein riesiges Problem. Und deswegen unterscheidet man auch. Also unser Ziel war eher sozusagen eine Konfiguration der Studien, die es zu dem Thema gibt und nicht, wir wollen einfach einen Effekt berechnen oder so. Also Education Technology hat den folgenden Effekt auf Student Engagement. Das ist unmöglich, eine Unmöglichkeit. Deswegen unterscheidet man auch zwischen Aggregative und Configurative Reviews. Also wir haben ein Aggregative, heißt sozusagen, es gibt diese schöne Varianz limitierte, laborhafte Forschung, wo man sehr schön eben in Meta-Analysen rechnen kann, Effekte. Während das sind dann eher eben solche Meta-Analysen, die man da machen kann, während wir eben hier sozusagen versucht haben, aus den vielen Einzelteilen eines Mosaiks ein Bild zu erstellen über so einen konfigurativen Ansatz. Man spricht in diesem Zusammenhang auch zwischen, also dass man eine gute Balance finden muss zwischen Sensitivity und Precision. Wenn Sie zum Beispiel das Konzept Student Engagement haben. Und wir haben zunächst man macht erstmal so Scoping-Searches, dass man mal den String ausprobiert. Und dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich sehr eingeschränkte Ergebnisse bekommen, wenn wir direkt explizit immer nach Student Engagement fragen. Aber weil Student Engagement so viele unterschiedliche Facetten umfasst, kann es sein, dass Forschungsgruppen oder Autoren vielleicht Teilaspekte von Student Engagement beforschen, und gar nicht dabei, also irgendwas zu Motivation machen oder so, oder affektiven Aspekten von Engagement, aber gar nicht dabei überhaupt das Modell oben drüber stehen haben, Student Engagement. Und dann steht da überhaupt gar nichts von Student Engagement. Und all diese Studien würde man dann verpassen. So haben wir uns letzten Endes entschieden, in unserem Review, dass wir Student Engagement überhaupt gar nicht als Phrase sozusagen in den Search String aufnehmen, sondern haben sozusagen eher so Indikatoren für Engagement in den String aufgenommen. Und das führte zum Beispiel dazu, dass also 26, also ein Viertel der inkludierten Studien bei uns überhaupt nicht den Begriff Student Engagement weder im Titel noch im Abstract hatten, aber trotzdem ganz viel ausgesagt haben zu Student Engagement nach unserem
Modell, das von Kahu zu Student Engagement. Sie sehen, dass solche Überlegungen in der Suchstrategie zu einem Exhaustive Searching führen können. Das ist nur ein Ausschnitt aus unserem Search String, den wir hier verwendet haben. Sie sehen, dass hier das oben zu Higher Education sind Begriffe hier, die dann eben mit AND und dann innerhalb der Klammer mit OR miteinander verknüpft sind. Und wir haben hier also versucht, Educational Technology entsprechend zu operationalisieren in dem Search String. Es gibt, und das führt eben zu einer ganzen Reihe von Treffern, die uns dann auch wieder vor ein Problem gestellt haben, dass wir so viele gefunden haben. Es gibt das sogenannte Prisma Flowchart, das ist von Moher auch ein, also es steht für Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Wie hat man also sozusagen diesen ganzen Prozess zu dokumentieren, nämlich in so einem Fließdiagramm. Und da sehen Sie sehr schön, ich will hier nur mal einige Zahlen hervorheben. Also wir haben hier in 4 Datenbanken gesucht. Immer sehr hilfreich, fragen Sie einen Information Specialist, also jemanden aus Ihrer Bibliothek, die wissen, welche Datenbanken was wie genau abdecken. Das ist recht kompliziert. Das war für uns sehr hilfreich. Wir hatten auch einen Workshop an der University of London. Da gibt es das Epicenter am Institute of Education. Die beschäftigen sich nur mit Systematic Reviews in Social Science und Education. Und da hatten wir unseren Referenten für Pädagogik aus der Bibliothek mit. Und wir haben gemeinsam dann diese Suchstrategie dort in London entwickelt. Was dann dazu führte, dass wir im ersten Anlauf 77.508 Treffer hatten. Und dann geht man erstmal so vor, Sie haben ja dann verschiedene Datenbanken, das heißt, es gibt Duplikate. Also man muss erstmal die Duplikate entfernen. Wir haben dann noch, sind dann zusammengekommen und gesagt, das können wir, also es war ein Projekt, wo immerhin, ich glaube, an dem Systematic Review 2 volle Mitarbeiterstellen daran waren. Trotzdem wäre das gar nicht zu leisten gewesen. Wir haben also dann nochmal die Zeit eingegrenzt auf die letzten 10 Jahre, landen aber dann immer noch bei 18.000 Treffern. Und dann legt man, und diese 18.000 tatsächlich, es gibt dann so Ansätze mit Topic Modeling und das irgendwie ein Algorithmus, die Dinger dann nochmal ausfiltert. Aber letzten Endes, das ist das harte Geschäft, haben wir 18.000 Artikel gescreent. Das heißt Titel und Abstracts angesehen und nach in diesen klaren Inclusion-Exclusion-Kriterien diese Artikel ausgefiltert. Also, dann findet man zum Beispiel noch 62 Duplikate, 253 waren gar keine Artikel, das waren dann doch irgendwelche Editorials oder Book Reviews oder so. Wir haben auch nach empirischen, also es waren über 1000, die gar nicht empirisch waren, über 1900, da ging es gar nicht um irgendeine Technologie, allgemein irgendwie um Student Engagement. Also man wundert sich, wie viel, ich mag das Wort eigentlich nicht, wie viel Garbage, das ist natürlich alles kein Garbage, also aber für uns war es dann sozusagen überschüssiges Material, man dann doch findet, obwohl man in den Datenbanken doch schon recht genau definieren kann, wonach man sucht, dass dann trotzdem immer noch so viel unpassende Artikel dann durchkommen. Und am Ende blieben dann 4.152 über. Und diese hätten wir dann als Volltexte uns bestellen müssen und lesen müssen. Und tja, der nächste Schritt wäre eigentlich ein Quality Assessment. Da sage ich gleich auch nochmal was dazu. Und da mussten wir einfach sozusagen kapitulieren und haben vorher schon entschieden, das war eigentlich vorher schon entschieden, dass wir sagen, wir beschränken das Ganze auf peer-reviewed articles. Und da würden die Methodiker des Systematic Review sagen, das geht gar nicht. Also das, man müsste alles finden, auch graue Literatur und so weiter. Aber es war einfach aufgrund der Forschungsökonomik gar nicht anders möglich. Also wir haben gesagt, okay, das sind peer-reviewed articles und da hat es ja schon mal einen Qualitätssicherungsschritt gegeben, sonst wären die da gar nicht veröffentlicht worden. Trotzdem sind 4.000 immer noch zu viel. Und da gab es dann einen weiteren Kniff, den wir angewandt haben.
Da danke ich Katja Buntins, die hier auch an dem Projekt beteiligt war. Die hat also dann gerechnet und berechnet, wie groß sozusagen ein Sample sein müsste, was man aus diesen 4000 zieht, um sozusagen ein repräsentatives Sample aus diesen 4000 rauszuziehen. Und das führte dann dazu, das waren also 349 exakt, die wir da zufällig ziehen mussten. Und letzten Endes haben wir dann 249 Studien gehabt, weil da fielen dann nochmal wieder welche raus, die wir wirklich dann als Volltexte für die Synthese bearbeiten mussten. Das sehen Sie hier, da sind also nochmal 100 rausgeflogen aufgrund unserer Inclusion-Exclusion-Kriterien, nachdem wir dann sozusagen die Volltexte hatten. Vorher ging es immer nur um Abstracts und Titel. Dann hat man die Volltexte, dann sieht man, obwohl der Abstract, also manchmal, Abstracts sind auch manchmal sehr schlecht. Ne? Denkt man, das ist ja interessant und dann kriegt man den Aufsatz und da steht, also steht eigentlich gar nichts richtig drin zu unserem Thema. Das ist dann nochmal passiert, also 100 von den 349 sind dann nochmal rausgeflogen, als wir dann wirklich die Volltexte gesehen haben. So, Sie sehen also, es ist eine recht große Angelegenheit und deswegen haben wir es dann auch so gemacht. Man spricht von einem zweiphasigen Systematic Review. Das kann man durchaus machen, dass man zunächst einmal, wir denken dann immer in Aufsätzen, also dass wir zunächst einmal einen Aufsatz schreiben mit einer systematischen, Systematic Map zu dem Thema und die eigentlichen Synthesen sozusagen in weiteren Aufsätzen beschreiben. Und das ist keine Salamitaktik, sondern das ist einfach so groß. Das kriegt man. Allein der Mapping-Artikel sind 12.000 Wörter bei unserem Thema gewesen. Da muss man erstmal eine Zeitschrift finden, wo man das veröffentlichen kann. Also ein Mapping-Artikel bedeutet, also klar, man beschreibt hier die Review-Question, die Suchstrategie, Study Selection und beschreibt aber eher die inkludierten Studien erstmal nur auf so einer rein deskriptiven Ebene. Und in der Synthese geht es natürlich ja, dann um die Synthese der eigentlichen Inhalte der Studien. Dieser Mapping-Artikel, da kann man dann so berichten, wo kommen denn die Studien her, was sind das, welche Autoren sind das und so weiter. Das ist schon angenommen jetzt. Ist das angenommen? Nee, das ist noch nicht angenommen. Im International Journal of Educational Technology and Higher Education wird das erscheinen. Und dann folgen weitere Veröffentlichungen aus diesem Systematic Review. Und zwar, Sie sehen, man kann also wunderbar dann darüber veröffentlichen. Ne? Also da haben die beiden Mitarbeiterinnen werden auch sicher damit promoviert werden. Melissa Bond und Svenja Bedenlier haben was überhaupt zur Theorie von Student Engagement eingereicht. Und hier, das ist schon angenommen im Australasian Journal of Educational Technology, wo wir eine Synthese, wir haben dann gesagt, wie machen wir dann die Synthesen, weil das so groß ist, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Synthese im Bereich Education, eine Synthese im Bereich Arts and Humanities und so weiter. Und das zu Arts and Humanities, das ist jetzt sozusagen angenommen. Hier, Melissa Bond macht noch was zum Schulbereich in Computers and Education und natürlich im Bereich Education ist alles eingereicht. Zum Schluss noch zum Prozess, zum eigentlichen Prozess. Wichtig ist, dass man jeden einzelnen Schritt in so einem Search-Protokoll festhält. Das ist ja sozusagen das Ziel, dass man hier transparent dokumentiert, wie alle Schritte abgelaufen sind. Das gehört also zu den Forschungsdaten, sodass jemand, man selber 5 Jahre später oder jemand anderes sozusagen das Ganze nochmal reproduzieren kann und wir schauen können, sozusagen diesen Literaturreview systematisch nochmal updaten kann. Ja? Und so würde man dann so ein Record-Keeping machen, wann hat man denn genau diese Suche durchgeführt, was waren sozusagen die Filterfunktionen in der Datenbank, hier, das war jetzt hier, ich glaube, Web of Science und was war dann der String, ja, so kann man das dokumentieren. Zur Quality Assessment sagte ich gerade schon was, also die Systematic Review Methodiker würden sagen, das wäre ist nicht in Ordnung, einfach zu sagen, ja, das ist ja ein Peer-Review Journal gewesen, deswegen gehen wir mal davon aus, die Qualität wird schon in Ordnung sein. Es geht sozusagen um eine kritische Einschätzung
der Qualität dieser Studien. Und es gibt genug Autoren, die sagen, also Peer Review, das ist, sagt eigentlich gar nichts aus. Ja, weiß ich nicht. Also ich gebe mir immer Mühe mit meinen Reviews. Ich denke schon, dass ich da was sagen kann zur Qualität, aber das kann auch sehr unterschiedlich sein. Sehr schön in diesem Zusammenhang finde ich das Buch, das wollte ich hier erwähnen, How Professors Think Inside the Curious World of Academic Judgment, also wo darüber geschrieben wird, wie also solche Promotion Committees oder Review Committees zu Entscheidungen kommen. Das ist nur so eine Nebenbemerkung. Es ist sehr unterhaltsam, dieses Buch zu lesen. Gut, es gibt zum Quality Assessment sehr wohl, wenn wir Zeit gehabt hätten, das für 4000 Artikel zu machen. Da gibt es zum Beispiel das Critical Appraisal Skills Program, wo es sozusagen Checklisten gibt zur Einschätzung von Qualität von RCTs, auch von qualitativen Studien, von Evaluationsstudien. Also gibt es muss man sich nicht alles selber ausdenken. Das gibt es alles. Oder auch aus dem Bereich von Medical Education gibt es auch ein Instrument, um hier aber quantitative Studien eben nur einzuschätzen. Ja, die Synthese. Wie macht man dann die Synthese? Dann hat man also da seine 200 Studien und muss daraus eine Synthese machen. Und klar ist sozusagen die Synthese, wie sagt man, die Summe ist mehr als das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wir wollen ja sozusagen nicht einzelne Studien sozusagen mechanisch berichten, was da drin steht, sondern daraus ein größeres ganzes Bild machen, unser Mosaik zusammenfügen, nicht? Das ist das Ziel. Man kann natürlich, hier das ist aus einer, müssen Sie nicht lesen können, kann man natürlich auch so arbeiten, dass man hier Ergebnisse so tabellarisch zusammenfasst. Das ist jetzt hier aus einer Masterarbeit, die bei mir gelaufen ist über Serious Games in der medizinischen Bildung, dass man so, also auch wenn man sozusagen die Varianz so hoch ist, dass man nicht Effekte verrechnen kann, kann man doch schauen, sozusagen zusammenfassen, ist das eher positiv, ist das neutral oder negativ der Zusammenhang eher und was waren so die Ergebnisse und dann daraus dann eine Synthese machen. Interessant fand ich die Beobachtung von Alicia Dowd und Melody Johnson, die diesen Artikel, die diese Mitherausgeber vom Review of Educational Research kommen, dass sagen, warum Systematic Reviews oft abgelehnt werden. Weil sie nämlich, das ist die große Gefahr bei Systematic, das ist ja so schön für Leute, die so gut organisiert sind, die das lieben, so eine Struktur zu haben. Ich bin so einer. Ne? Also da habe ich eine klare Methode und Schritte, die dokumentiere ich. Aber man kann sich sehr leicht verlieren sozusagen in der Methodik und kommt darüber hinweg, das große Ganze in der Synthese darzustellen. Also ich sage, also Story your results. Also was ist die Story, die Sie erzählen wollen in der Synthese? Und da muss man zurückgreifen wieder entweder auf ein theoretisches Konstrukt. Wie können Sie die Ergebnisse so strukturieren, dass daraus eine interessante Geschichte wird für den Leser? Ja? Avoid mechanical reporting. Ja? Und das sagen die beiden auch hier. Authors of systematic reviews often present a mechanical accounting of their results, full of lists, counts, tables, classifications, with little pause for considering the people, places and problems that were the concern of the authors. Sie haben also schon mitbekommen, dass Systematic Reviews doch eine recht aufwendige Angelegenheit sind. Also wenn mir einer sagt, wir haben mal in 6 Wochen Systematic Review in 6 Wochen gemacht, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Es gibt auch so Reviews of Reviews, zum Beispiel von Bora und Kollegen, die haben das allerdings auch hier wieder im Bereich von Medical Intervention gemacht, wo sie sozusagen diese Spannweite sehen, oben, das wäre sozusagen das N, das gefunden wird in den Datenbanken, das zweite ist dann Title Abstracts, das sind dann nach Entfernung der Duplikate, dass das so schwankt und auch eben und da auch als Einordnung für uns, wir hatten also 78.000, also wir hatten ein Massive Systematic Review. Und Sie sehen auch hier sozusagen die durchschnittliche Dauer beträgt 67 Wochen. Ich glaube, die hatten
das steht, das ist doch hier 195 Systematic Reviews hier sich angesehen. Also die durchschnittliche Dauer sind 67 Wochen. Projekte, die berichtet haben, dass sie eine Projektförderung erhalten haben, dauern länger. Und interessant ist auch hier dieser massive Filterprozess. Ne? Also wenn Sie davon ausgehen, Sie können davon ausgehen, dass die durchschnittliche Yield Rate sozusagen am Ende der inkludierten Studien so bei 3-5% liegt. Das ist auch unsere Erfahrung. Also wenn Sie 10.000 finden, dann können Sie damit rechnen, dass am Ende 300 überbleiben. So, wenn wir jetzt nochmal, das ist aber jetzt Medical Research, wenn wir jetzt nochmal in unser Buch schauen, in die Beispiele, um das nochmal zu schauen, wie sieht es denn in den Bildungswissenschaften, in der Erziehungswissenschaft aus, da haben wir also, sehen hier in den Spalten, das sind die einzelnen Systematic Reviews in unserem Buch. Ich habe da noch ein letztes hinzugefügt, das, was ich jetzt gerade selber gemacht habe noch. Da haben wir also einmal, da geht es einmal um die Messung von Student Engagement auch, dann unser Review über Student Engagement und Educational Technology. Quan Lo aus Hongkong, der hat viele Reviews gemacht zu Flipped Learning, Systematic Reviews. Dann Goa Gosus über Social Goals and Academic Success und diese Sache über AI in Higher Education. Und Sie sehen hier die Dauer auch, das schwankt so zwischen also 4 Monate. Der Hongkonger Kollege, der war sehr schnell. Das sind aber auch recht kleine Reviews. Also er hatte auch ein Review dabei, wo dann nur am Ende 5 inkludierte Studien dann dabei waren. Und Sie sehen hier schon, dass also unser Review da also schon sehr groß ist. Und hier auch diese Average Yield Rate, das entspricht auch dem, was sozusagen auch in der medizinischen Forschung ungefähr gefunden wurde. Ne? Gut, ich möchte das Ganze nochmal an einem Beispiel, habe ich so viel Zeit? Das geht jetzt ein bisschen schneller, nochmal weiter verdeutlichen. Wir haben gerade einen Systematic Review zu AI-Ed in Higher Education gemacht. Es ist ja gerade so, dass das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung und ich habe mich auch schon mit meinem persönlichen Pflegeroboter einmal anfreunden können. Und es gibt gerade ganz viele Berichte über Artificial Intelligence in Education. Hier gerade dieser neue Report von der Nesta Foundation aus London, von Baker und Smith. Aber die Publikationen zu dem Thema, die explodieren dann geradezu. Aber spanische Kollegen haben auch in einer bibliometrischen Studie über Artificial Intelligence in Higher Education festgestellt, dass eigentlich noch gar nicht so richtig klar ist, was ist das überhaupt. Nicht? Also sie sagen, this technology is already being introduced in the field of higher education, although many teachers are unaware of its scope and above all of what it consists of. Und das war sozusagen auch der Ausgangspunkt für unser eigenes Review. Und es gibt im International Journal of Educational Technology in Higher Education, da gibt Tony Bates einen Special Issue raus zu dem Thema. Und da dachten wir, ach ja, das ist ja eine gute Gelegenheit, wir wollen das sowieso machen. Also machen wir ein Systematic Review dazu. Und unsere Fragen hier waren einmal im Sinne von Mapping, also wie haben sich eigentlich Publikationen dazu entwickelt, wer sind die Autoren, wo veröffentlichen die, wo kommen die her? Wie ist überhaupt AI in Education konzeptioniert? Welche aber auch Probleme sind damit verbunden? Ethical considerations. Ja, und was ist überhaupt sozusagen das Ganze? Wie sieht überhaupt das Gesamte an? Wie kann man das ganze Anwendungsfeld überhaupt strukturieren? Welche Applikationen gibt es und wo werden die angewandt? Wie? Dieser Search String, der war ein bisschen übersichtlicher, also hier Begriffe zu Artificial Intelligence, Machine Learning, Intelligent Tutoring, Support und so weiter. Education Level, wir hatten erst sozusagen alle Level drin und haben das dann noch einmal eingeschränkt. So, und dann folgt man wieder seinem Prisma Flowchart, das man dann immer ausfüllen kann. Wir haben hier sind gestartet mit 2656 Treffern und das kennen Sie alles, dann müssen also die Duplikate raus und so weiter. Wichtig ist hier ein Team-Approach. Also wir haben auch hier
dann am Ende 1500 Titel und Abstracts mit einem Team von 3 Codern gescreent. Man kann dann immer noch diesen Cohen's Kappa berechnen. Wenn der, ich glaube, wo sind die Methodiker, über Punkt 7,5 liegt, dann spricht man schon von Excellent Agreement. Also das war, wir haben hier Punkt 7,9, sehr gutes Agreement. Und das waren eben hier unsere Exclusion Criteria. Ich sagte vorher, wir hatten erst alle also Bildungskontexte drin. Hier haben wir jetzt gesagt, not higher education, weil es eben in diesem Special Issue geht es ja um higher education applications. So, dass wir dann letzten Endes 332 Potential Includes hatten, wo wir dann codiert, die Studien auch codiert haben, eben nach den Autoren, nach den Journalen, nach der Anwendung der Methode und so weiter. So sehe dann das komplett ausgefüllte Prisma Flowchart aus. Ein wichtiger Punkt noch, es gibt natürlich Software, die das Ganze unterstützen kann. Das ist Ryan, eine Open-Source-Software, die aber nicht so wunderbar benutzerfreundlich ist. Das habe ich jetzt benutzt für das AI-Review. Es gibt auch von diesem Epicenter in London eine Software, die allerdings was kostet. Das ist der Epi-Reviewer, der sehr viel komfortabler ist, wo man dann die Codierung komfortabel durchführen kann und auch schon so erste Auswertungen dann bekommt. Ich weiß aber nicht, das kostet so 100 € im Monat oder so, dann diesen Epi-Reviewer zu nutzen. Naja, und dann kann man eben sozusagen so ein Mapping machen. Dann sieht man also, wie auch die Anzahl der Studien über die letzten 10 Jahre zu dem Thema zugenommen hat. Da muss ich jetzt, ich kann noch mal einen extra Vortrag machen über das System, höre ich dann auf. Dann kann man sehen, in welchen Zeitschriften erscheinen denn Artikel dazu. Es gibt ein International Journal of Artificial Intelligence in Education, Computers in Education. Da erscheinen die meisten Artikel zu dem Thema. Oder aus welchen Ländern kommen die? Interessanterweise ist die Türkei da ziemlich gut unterwegs. Interessant fand ich auch ein Ergebnis, wo kommen die Leute her? Das ist natürlich sehr stark dominiert von Informatikern noch und so STEM-Leuten. Nur 9% der Artikel wurden von Leuten geschrieben, die also einen Bildungshintergrund, Education-Background hatten. Ja, und dann natürlich das wichtigste Ergebnis dann, was wir dann ausführlich beschrieben haben, wie kann man dann eigentlich diese ganzen Applikationen, die in den Studien beschrieben werden, wie kann man die strukturieren und gliedern? Und wir haben das eben dann so unterschieden nach Profiling and Prediction, Intelligent Tutoring Systems, Systems for Assessment and Evaluation und Adaptive Systems and Personalization. Und das wäre jetzt der eigene Vortrag dazu. Aber unsere Storyline war dabei, How to Story the Results. Sozusagen, wir haben das aufgebaut entlang der Academic Support Services, die es gibt im Student Life Cycle. Und dann nochmal unterschieden nach sozusagen Institutional and Administrative Services, zum Beispiel Machine Learning für Prediction of Admissions. Ja, das ist Administrative Services. Und natürlich Academic Support wäre zum Beispiel Intelligent Tutoring System, wie das arbeitet. Also so kann man dann sozusagen die Synthese inhaltlich aufbauen. Ich bin gleich am Ende. Und auch interessant, dass nur 2 Artikel hier von den 146 auch ethische Aspekte überhaupt hinterfragt haben oder hinterfragt haben, wie pädagogisch sinnvoll ist denn überhaupt die Anwendung hier. Also es gibt ja solche Anwendungen, Intelligent Classroom Behavior Management System, haben Sie schon mal gesehen, das kann man kaufen in China zum Beispiel. Muss man sich fragen, wie sinnvoll ist das, wenn ich ein guter Lehrer bin, brauche ich sowas. Okay, das wird der Artikel sein, der dann hoffentlich da veröffentlicht wird. Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Application. Where are the educators? Zum Abschluss nochmal zusammenfassend, was sind unsere Lessons learned? Also Systematic Reviews sind schon ein arbeitsaufwendiger Prozess. Das macht man nicht mal eben in 3 Wochen. Also Teamarbeit ist ganz wichtig, würde ich sagen, wenn es irgendwie möglich ist. Für das Screening, da kann man sich wunderbar die Arbeit teilen.
Es ist sehr hilfreich, auch einen Bibliothekar, eine Bibliothekarin am Anfang zumindest dabei zu haben. Ganz klar, eine große Herausforderung in der bildungswissenschaftlichen Forschung bei uns ist sozusagen diese Messiness unserer Konzepte. Nicht? Es gibt da, also es ist nicht so ganz klar, was, also die Konzepte sind eben sehr, sehr weit, wie etwa Student Engagement. Deswegen ist es wichtig, hier eine gute Balance zu finden zwischen, man sagt also Comprehensiveness and Relevance, Sensitivity and Precision in dem Search String, wie ich es ja erklärt habe. Und man braucht auch, also es ist oft auch so ein iterativer Prozess, dass man auch den Search String dann auch nochmal entsprechend anpassen muss. Aber meine Erfahrung, muss ich wirklich sagen, ist, dass ein Systematic Review wirklich ein äußerst fruchtbarer Prozess ist. Ich muss sagen, in den letzten 3 Jahren sehr viel gelernt über mein Fach, durch diese Methodik. Und es ist für jeden hilfreich, mal so ein Systematic Review durchzuführen. Für Personen, die vielleicht noch promovieren wollen. Also meine Doktoranden müssen jetzt alle erstmal ein Systematic Review machen zu ihrem Thema. Und es ist eine gute Möglichkeit, ich sag mal, also gute Systematic Reviews kann man einfach veröffentlichen in Top-Journalen. Also die werden sehr gerne angenommen, auch in Journalen wie Computers and Education oder British Journal of Educational Technology. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Olaf. Bleib doch noch kurz da. Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, der hier vielleicht auch für unsere Runde wichtig ist. Wir haben hier, Olaf Zabak-Gericht hat es berichtet, dieses Systematic Review durchgeführt. Aber einen weiteren Schritt haben wir auch noch durchgeführt oder sind wir dabei, momentan durchzuführen. Nämlich, wir nennen es die Validierung im Feld. Wir haben nun diese Ergebnisse in eine Form gebracht, die wir mit der Praxis kommunizieren können. Denn diese Journals sind für die Wissenschaft spannend, aber ja nicht zugänglich für die Praxis. Und insofern besteht die Aufgabe darin, diese Ergebnisse wiederum jetzt in ein Format zu bringen, dass wir die der Praxis eben halt kommunikabel machen. Und morgen haben wir hier eine größere Veranstaltung, wo wir im Hochschulsektor, EdTech sozusagen im Hochschulsektor diskutieren. E-Learning NRW, DH NRW sind hier die Schlagworte. Dort werden wir eben auch Workshops durchführen, wo wir diese Ergebnisse dann präsentieren und mit den Menschen aus dem Hochschulsektor, mit Experten aus dem Hochschulsektor, aus der Praxis der Hochschule, des E-Learnings eben diskutieren und so einen Validierungsschritt auch versuchen durchzuführen. Also das wäre noch ein Schritt, wie man das dann sozusagen verlängern kann in die Praxis. Diese Schritte haben wir auch mitgedacht und das sind natürlich für uns schon auch noch wichtige Schritte, dieses Review dann auch noch anders verfügbar zu machen. Das ist nicht automatisch damit für mich jetzt beendet, sondern diese Schritte denken wir auch mit, sind wir aber jetzt eben momentan noch dabei und würden wir sicherlich in anderem Zusammenhang nochmal gerne berichten, wie wir das gemacht haben und welche Erfahrungen wir da gemacht haben. Noch eine Frage hier im Raum ad hoc. Olaf Zabak-Gerichte wird auch noch in der Pause da sein. Also Sie können sich auch vielleicht in ganz praktischen Fragen an ihn wenden. Aber gibt es noch eine Thematik? Bitte da hinten. Ja. Das Big Picture so aus dem Blick zu verlieren, das stelle ich mir auch schwierig vor, gerade wenn man dann also wirklich Ergebnisse hat, die über die Zehntausende oder 50.000 gehen. Was wäre da tatsächlich die Empfehlung? Und eine zweite Frage bezieht sich auf die Suchstrategie. So wie Sie das beschrieben haben, braucht es ja schon auch eine gute Kenntnis eigentlich des Feldes, um sozusagen nicht in diese Falle reinzufallen, wie Sie das beschrieben haben, nach dem zu suchen, von dem man weiß, wie es überschrieben ist. Das heißt, man muss eine Vorstellung davon haben, welche anderen Begriffe, mit welchen anderen Begrifflichkeiten erfasse ich das, was mich da eigentlich interessiert, auch wenn es nicht unter einem bestimmten, gerade wenn man international recherchiert. Was wäre da Ihre Empfehlung für die Praxis? Ja, es ist tatsächlich so, man kann nicht einfach so loslegen,
sondern wie immer braucht es erstmal Theoriearbeit. Nicht? Also wenn ich ein Thema habe, dann muss ich mich erstmal mit den theoretischen Konzepten auseinandersetzen. Was sind überhaupt Elemente der Theorie zu dem Thema? Und daraus ergeben sich die Dimensionen meiner Forschungsfrage. Und die muss ich dann wieder umsetzen in dem Search String. Und in der Praxis ist es dann auch so, dass man nicht den Search String dann gleich hat, sondern man nimmt diesen Search String und macht, das nennt man so ein Scoping Search, dass man also sozusagen in einzelnen Datenbanken dann mal schaut, wie funktioniert dieser String und was bekomme ich dann einfach, und dann gucke ich mir das mal an und dann bekomme ich Ideen, was ich vielleicht ausgelassen habe. Also ich muss mir dann auch schlicht einfach mal so ein paar Studien ansehen, und dann verfeinere ich den String, das meinte ich mit diesem iterativen Prozess, bis ich dann den endgültigen String habe. Das ist eine ganz kritische Phase, ne, am Anfang diese Vorbereitung zu machen. Und wenn ich eine Theorie im Kopf habe, was weiß ich hier, zum Beispiel der Student Life Cycle, wie der ist, und die Ebenen des Support-Systems. Also wenn ich so eine theoretische Struktur habe, dann kann ich diese theoretische Struktur auf diese ganzen Studien übertragen und dementsprechend auch mein Storytelling machen in der Synthese. Gut, dann sagen wir erstmal nochmal vielen Dank an Olaf Zawacki-Richter für diesen Einblick in Systematic Reviews, auch in die Schwierigkeiten, ja, die Herausforderungen, aber auch an die Möglichkeiten, die für uns vielleicht doch eine wichtige Thematik ist. Vielen Dank dafür, und damit wären wir in der ersten Session schon fertig und gehen wir in die nächsten. Danke.